Aufgetaucht zum Verhältnis von Psychologie und Gesellschaftskritik. Das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die seit einiger Zeit hier in Halle stattfindet und die wir hier bei Radio Korax in einer Art Gesprächsreihe begleiten. Die letzten beiden Veranstaltungen sind leider ausgefallen, aber nun wird am kommenden Donnerstag endlich wieder eine Aufgetaucht-Veranstaltung stattfinden. In der Reihestraße 78 wird da die feministische Theoretikerin Tove Soiland referieren. Tove Soiland lebt in Zürich und ihre Stimme ist auch schon immer mal wieder hier bei uns im Radio zu hören gewesen. Sie ist bekannt dafür, einerseits eine feministische Kritik an der Queer-Theorie zu formulieren, andererseits bemüht sie sich, Feminismus und Kapitalismuskritik miteinander zu verbinden. Am Donnerstagabend wird sie einen Vortrag halten, der mit dem Titel überschrieben ist, eine Biopolitik des Genießens, die Fallstricke postödipaler Subjektivierung. Und ich freue mich, dass ich jetzt vorab mit ihr über ihren Vortrag sprechen kann. Frau Soiland, postödipale Subjektivierung, das mag für Ohren, die jetzt nicht psychoanalytisch geschult sind, möglicherweise etwas fremd klingen. Vielleicht können wir uns diesem Titel ein wenig annähern. Postödipale Subjektivierung setzt ja gewissermaßen die ödipale Subjektivierung voraus. Es geht um ödipale Familienstrukturen. Was bedeutet das? Welche Rolle spielt in der Psychoanalyse diese Geschichte mit Ödipus? Ja, also man kann zunächst sagen, dass Freud, der ja von dieser ödipalen Struktur gesprochen hat, einfach die bürgerliche Kleinfamilie vor Augen hatte. Also sagen wir, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Und so als Leitvorstellung bis, sagen wir, zum Ende des Fordismus 60er, 70er Jahre, so als Ideal einer eben Kleinfamilie vorherrschte. Das heißt, Mutter, Vater und Kinder, und die beiden Kinder sind eben in diese ödipale Struktur eingelassen. Das heißt, der Vater hat darin eine ganz bestimmte Funktion, nämlich quasi den Zugang zur Mutter zu regeln, respektive auch zu verbieten. Also vielleicht könnte man ganz einfach sagen, dass diese ödipale Struktur mit dem väterlichen Verbot letztlich unsere Form, sagen wir in westlichen Gesellschaften seit der Aufklärung, also unsere Form ist, wie das Inzestverbot in unserer Gesellschaft institutionalisiert ist. Das heißt, Freud hatte die Vorstellung, ein Kleinkind würde unendlich lange bei seiner Mutter bleiben, in einem quasi unmittelbaren Kontinuum, und es bräuchte den Vater, der hier dazu ein Nein eben ausspricht, und um so dem Kind einen Weg zur eigenen Individuierung zu eröffnen. Jetzt ist ja mit diesen ödipalen Familienstrukturen aber auch ein konfliktuöses Verhältnis schon bei Freud beschrieben, der bekannte Ödipus-Komplex. Vielleicht können Sie da noch auch ein paar Worte zu verlieren, was das letztlich für Konflikte in der Subjektivierung bedeutet. Also da ist es ganz wichtig, die Position des Knaben und die Position des Mädchens zu unterscheiden. Also für den Knaben ist der Konflikt, der Vater hat eine zwiespältige Position. Er sagt dem Knaben zunächst, also du darfst diesen Zugang zur Mutter nicht haben, das ist mir als Vater vorbehalten, aber wenn du dich an mein Verbot hältst, hast du später Zugang, nämlich zu anderen Frauen. Also es ist so ein Tauschhandel, folge mir, unterwirf dich dem patriarchalen Gesetz, dann wirst du aber später in quasi Vaters Fußstapfen treten dürfen und selber ein Patriarch werden. Also man sieht daran schon, das ist eine ganz bestimmte geschlechtliche Konnotierung damit auch verbunden. Die weibliche Seite, also die Seite der Mutter, wird als etwas gesetzt, die eigentlich in diesem Spiel nichts zu sagen hat, sondern über die verfügt wird. Also wenn man das theoretisch ein bisschen zurückverfolgt, kann man sagen, dass Freud damit eigentlich dieses alte Theorem des Frauentausches, das schon bei Claude Lévi-Strauss auftauchte, als Organisationsform der Verwandtschaften in jetzt traditionellen Gesellschaften, dass dieses Element des Frauentausches wieder auftaucht in dieser merkwürdigen Figur der ödipalen Konstellation, dass die weibliche Seite eigentlich nur auftaucht als etwas, das in der Verfügungsmacht von Männern steht, das zwischen dem Vater und dem Sohn verhandelt wird. Also es ist die männliche Seite, eben Verzicht und Aussicht auf selber einmal diese Position der Macht innezuhaben für den Knaben. Das Mädchen hat eine viel schwierigere Position, und in diesem Punkt ist Freud auch interessant, weil man kann ihn lesen, dass er das quasi gut heißt, man kann ihn aber auch so lesen, dass er das problematisiert, weil er formuliert explizit, dass ein Mädchen, um zur Frau zu werden, sich eigentlich von ihrer Mutter abwenden muss. Das heißt, das Mädchen erkennt diese Situation, dass
seine Mutter eigentlich in diesem ganzen Spiel nichts zu sagen hat, ist enttäuscht, weil seine eigene Geschlechtsidentität nur diese Option offen hält, dass es kann auch einmal werden wie eine Mutter, das heißt der Verfügungsgewalt des Mannes zu unterstehen. Und Freud sagt, wenn das Mädchen das realisiert, dann wendet es sich enttäuscht von der Mutter ab und das Einzige, was es in seinem Leben noch erhoffen kann, also nicht eine sehr ersprießliche Position, ist, dass es einmal dann selber quasi die Anerkennung eines Mannes bekommt und mit ihm dann wieder ein Kind zeugen kann. Also er sagt dann, das wäre der Phallusersatz. Im Idealfall wäre dieses Kind dann sogar ein Junge. Also Freud ist deshalb interessant, weil er die missliche Position der weiblichen Seite eigentlich sehr gut beschreibt. Man kann sich dann darüber streiten, ob er das gut geheißen hat oder ob er es auch in einem kritischen Sinn beschrieben hat. Sein Text ist offen, aber die feministische Rezeption von ihm versucht eben, dass nicht jetzt Freuds eigener, sagen wir mal, Misogynie in die Schuhe zu schieben, sondern sagt, das ist eine interessante Kulturdiagnose, weil er beschreibt einfach etwas, das eben konstitutiv war für diese bürgerliche Gesellschaft. Nun ist die Freudsche Theorie von der ödipalen Konstellation am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Sie haben das selber gesagt, das ist ausgerichtet an dem Familienmodell, das im 19. Jahrhundert entstanden ist. Jetzt ist klar, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts, dass es da große Einschnitte gegeben hat, große Veränderungen und Verschiebungen, die auch mit dem katastrophischen Verlauf des 20. Jahrhunderts zusammenhängen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat in Frankreich der Psychoanalytiker Jacques Lacan die Theorie um den Ödipus-Komplex herum weiterentwickelt. Welche Veränderung hat Lacan in diesem Zusammenhang damals konstatiert? Das Interessante an Jacques Lacan ist, dass er eben gleich eigentlich zu Beginn seines Werkes, also schon in den 30er Jahren, sagt, wir müssen diese ganze Geschichte über die Macht des Vaters bei Freud anders verstehen. Und er sagt ganz explizit, Freud beschreibt diese mächtige Position eigentlich und paradoxerweise in einer Zeit, wo die Position des Vaters gerade an Macht und Einfluss zu schwinden beginnt. Also er sagt, Freud hätte diese Position nur deshalb analysieren können, weil sie eigentlich schon zu seiner Zeit nicht mehr intakt war. Und er nimmt damit, also da lehnt er sich dann auch an Marx an, er nimmt damit eben diese ganzen traditionsauflösenden Dimensionen der Industrialisierung des Kapitalismus auf und sagt, diese Vorstellung eines traditionellen Patriarchen passt eigentlich in eine fortgeschrittene kapitalistische Gesellschaft nicht mehr. Und Freud hat eine Doppeldeutigkeit, er versucht einerseits dieses patriarchale Modell nochmals zu befestigen. Auf der anderen Seite sind alle Fallgeschichten, die er beschreibt, handeln immer von Gegenteilen, nämlich von schwachen Vätern, von Töchtern, die in ihren Vätern gerade nicht mehr diese traditionelle Position vorfinden und daher auch andere Wege suchen. Und Lacan versucht das dann in den 50er und vor allem 60er Jahren weiterzuentwickeln und er kommt zur verblüffenden Aussage, dass er sagt, also der Ödipus und auch die anderen Geschichten, die Freud uns über den Vater erzählt, also da ist auch der Mann Moses und die monotheistische Religion und diese berühmte Geschichte über den Urvater, also der Vater der Urhorde, er sagt, alle diese drei Väter oder diese Modelle eines Vaters sind quasi das mythische Residuum der Psychoanalyse. Das sind Mythen. Er spricht sogar vom Ödipus als von Freuds Traum und sagt, dass man diesen Traum analysieren muss, wie jeden Traum auch sonst. Also er sagt im Prinzip nichts anderes, als dass der Ödipus ein Rätsel ist, das uns Freud aufgegeben hat, das wir interpretieren und verstehen müssen. Und in dem Sinn kann man eben sagen, dass es gibt ja diese Kritik an der Psychoanalyse, das ist veraltet und wir möchten nichts mehr mit dieser Geschichte von Ödipus zu tun haben. Diese Kritik rennt ein bisschen offene Türen ein, weil Lacan das eigentlich selber schon Ende der 60er Jahre gesagt hat. Wir dürfen den Ödipus nicht so wörtlich nehmen, sondern er stellt die interessante Frage, was wollte Freud eigentlich mit diesem Ödipus sagen? Und hier sind eben auch, also was er da im Anschluss dann erarbeitet, analysiert, das sind gewissermaßen die Anschlussstellen auch für die heutige Lacan-Rezeption, die eben sagt, Lacan hat mit dieser Umdeutung des Ödipalen
Instrumente bereitgestellt, um unsere Gesellschaft heute, also spätkapitalistische, vielleicht auch postideologische Gesellschaften zu verstehen. Und zwar das zentrale Element, was Lacan da herausnimmt, ist, er sagt, Freud spricht immer von einer Unmöglichkeit, wenn er von Ödipus spricht. Und die ödipale Erzählung mit diesem berühmten Verbot ist quasi eine Verkennung von einer sehr viel tiefer liegenden Unmöglichkeit, die Lacan darin begründet sieht, dass wir grundsätzlich als menschliche Wesen, als sprechende Wesen, eine quasi vollumfängliche Erfüllung in unserem Genießen nie erreichen können. Und seine Diagnose lautet dann, dass wenn dieses Verbot fällt, was für ihn sowieso nur eine Verstellung oder eine Verkennung dieser grundsätzlichen Unmöglichkeit ist, wenn dieses Verbot fällt, dann sind wir nicht einfach im Reich der Freiheit. Und das ist eben genau unsere Situation heute. Sehr viele Verbote sind ja gefallen und trotzdem sind wir nicht einfach frei entfaltete Menschen. Lacan gibt eine Erklärung darüber, dass es für den Menschen eben eine grundsätzliche Entfremdung gibt, die wir nicht überwinden können. Und alle gegenwärtigen Versuche quasi, sagen wir uns, von sexuellen Freiheiten, von Einschränkungen in der sexuellen Identität zu befreien oder die Pluralität unserer Identität an die Oberfläche zu holen, verkennen in gewissen Sinn oder wenn man Lacan folgen will, eine grundsätzliche Unmöglichkeit, die im Wesen des Menschen verankert ist, dass es diese vollumfängliche Erfüllung oder die vollumfängliche Entfaltung der Vielschichtigkeit unserer Persönlichkeit für uns nicht gibt. Jetzt haben Sie gesagt, dass Lacan sozusagen konstatiert hat, dass einige Verbote, die Freud noch als sehr grundlegend konstatiert hat, gefallen sind. Ich glaube, ich muss da auch noch weiter versuchen, das genauer zu verstehen. Und das hängt ja auch zusammen mit einem Stichwort, das auch in Ihrem Ankündigungstext auftaucht, nämlich ein Begriff, der bei Lacan auftaucht, Befehl zum Genießen als Dispositiv der Zeit, die Lacan konstatiert hat. Befehl zum Genießen, das klingt ja erstmal etwas widersprüchlich. Was wollte Lacan damit genau beschreiben? Wie kann man das verstehen? Welche Verbote sind da genau weggefallen? Ja, also man kann sagen, das ödipale Modell kreist eben um dieses Verbot, letztlich das Verbot des Zugangs zum Körper der Mutter, also eine Unmittelbarkeit mit der Mutter zu haben. Und dieses Verbot ist in dem Sinn aufgehoben, als wir nicht mehr in einer Familie eine Person haben, die diesen Zugang noch hat und die quasi den anderen Familienmitgliedern diesen Zugang verbietet. Das wäre eben der ödipale Vater, sondern wir haben viele Familien oder es ist bald die Mehrheit der Familie, wo der Vater beispielsweise gar nicht mehr vorkommt oder das sind wechselnde Väter. Es ist eher die Mutter, die mit ihren Kindern eine Kontinuität hat. Also dieser verbietende Vater in dem Sinn gibt es den nicht mehr. Jetzt gibt es aber natürlich neue Schwierigkeiten, neue Konflikte, neue Konstellationen. Und Lacan sagt, es gäbe an diesem Punkt zwei Möglichkeiten. Was ihm vorgeschwebt ist als eine quasi emanzipatorische Lösung, wäre, sich mit dieser, wie er sagt, konstitutiven Unmöglichkeit auseinanderzusetzen. Aber er sagt, was er sieht, also da ist er ganz ähnlich wie Michel Foucault, er macht eine Art Gegenwartsdiagnose. Er sagt, was er sieht, ist, es geschieht etwas anderes. Es tritt sozusagen ein Versprechen auf in der Gesellschaft, zum Beispiel in Form von universitärem Wissen, dass wir doch Zugang zum Genießen haben können. Also was wir heute beispielsweise in Form von diesem ganzen Ratgeberliteratur haben, in der Terminologie dieser Lacan-Rezeption würde das heißen, wir werden aufgefordert, unser Genießen zu optimieren. Also wir haben immer noch neue Ideen, wie wir unsere Freizeit effizienter gestalten können, wie wir unser Lustleben optimieren können, wie wir quasi uns selbst wie ein Biotop verwalten können, dass unsere Genussfähigkeit immer größer wird. Und das Interessante oder vielleicht auch Neue an Lacans Analyse ist, dass er nicht nur quasi einfach sagt, das ist halt die Konsumgesellschaft des Kapitalismus, sondern er sagt, das wird zu einer neuen Pflicht. Also es ist weniger die Kritik, dass wir so hedonistisch sind, sondern er sagt, hier hat es
eine neue Herrschaftsform. Wir dürfen nicht nur genießen, sondern wir müssen genießen. Und also das haben Sie auch zu Recht gesagt, das ist ein Paradox. Es ist eigentlich die effizienteste Art, uns überhaupt den Genuss zu verderben, weil wir sind beständig damit konfrontiert, dass das, was wir genießen können, noch nicht genug ist. Also es ist ein bisschen eine andere Kritik als beispielsweise die Frankfurter Schule macht, wenn sie sagt, der Kapitalismus kann mit dem Konsum die Leute befrieden. Und das wäre quasi das ideologische Moment, mit dem die Menschen in den Kapitalismus eingebunden sind, also der Konsum, der Kaufrausch. Lacan sagt, über das Angebot hinaus ist das ein unglaublicher Druck. Und er formuliert das eben so, dass er sagt, es ist ein Überichbefehl zu genießen. Also wenn wir das wieder theoretisch fassen, könnten wir sagen, das Überich der ödipalen Struktur hat das Genießen verboten oder nur einer Person, nämlich dem Vater, vorbehalten. Das Überich dieser postödipalen Struktur macht etwas ganz anderes. Es gebietet uns zu genießen. Also das Genießen wird sozusagen zu einer Pflicht und sogar zu einer gesellschaftlichen Pflicht. Also es ist nicht nur die Klage darüber, dass wir einfach zu viel eben, dass wir hedonistische Wesen geworden sind und nicht mehr sozial, sondern Lacan kehrt das um und sagt, das ist ein Trauma für das Individuum, weil es beständig dazu aufgerufen ist, mehr zu genießen und weil es darin verkennt, dass ein absoluter Zugang zum Genießen für den Menschen unmöglich ist. Wir sind eigentlich beständig in eine Unmöglichkeit hineinverwickelt, von der wir nicht verstehen, warum sie unmöglich ist. Nach Lacan tauchen ja dann ganz ähnliche Stichworte auch wieder in einem anderen Theoriezusammenhang auf, nämlich in der School of Ljubljana, also in einem Zusammenhang von slowenischen Theoretikern, auch Theoretiker, die sich auf marxistische Theorien und auf die Psychoanalyse beziehen. Der bekannteste von denen ist ja sicher Slavoj Žižek, aber vielleicht können Sie ganz allgemein etwas zu dieser School of Ljubljana sagen. Was zeichnet diesen Theoriezusammenhang aus? Was ist da vielleicht auch nochmal das Zentrale, was dieser Theoriezusammenhang hervorkehrt? Also die Schule von Ljubljana ist deshalb interessant, weil sie quasi eine Alternative zu dem, was im Westen, sagen wir, im Zuge der Verarbeitung des Stalinismus geschehen ist, zur Verfügung stellt. Also im Westen könnte man, wenn man das ein bisschen verkürzt darstellt, sagen, dass aus dieser ganzen Erfahrung mit der Sowjetunion eine Art Postmarxismus entstanden ist, also dass man gesagt hat, wir müssen ganz auf die kulturelle Ebene gehen, wir müssen den Ökonomismus verlassen und in diesem Kontext sind die ganzen, sagen wir, Culture Studies entstanden mit ja, einer gewissen auch Ablehnung der marxistischen Tradition. In Ljubljana ist noch während, also vor dem Fall der Mauer in den 80er Jahren eine Schule entstanden, die versucht hat, den Marxismus eben nicht mit Freud zu verknüpfen, sondern mit dem Werk von Lacan, also eine Art Lacan-Marxismus. Und diese Schule ist ganz neue Wege gegangen, also sie hat auf der einen Seite ihr eigenes Regime kritisiert, also das waren Regimegegner. Sie wollten aber nicht die sozialistische oder kommunistische Gesellschaft überwinden, sondern sie wollten sie erneuern. Und nach dem Fall der Mauer waren sie quasi gezwungen, sich mit dem Kapitalismus auseinanderzusetzen und von da ausgehen eben sehr interessante Analysen eines Lacan-Marxismus, wo eben versucht wird, die ältere Tradition des Freudomarxismus, die sich eher auf eine fordistische Gesellschaft richtete, eben für diese neuen postfordistischen Gesellschaften zu adaptieren oder ja zu erneuern. Das heißt, es ist zum einen der Versuch, nicht in einen humanistischen oder essentialistischen Marxismus zurückzukehren, sondern Lacan macht zum Beispiel die ironische Bemerkung, dass Louis Althusser doch immerhin zeigen konnte, dass Marx ein Strukturalist war. Also es ist eine strukturalistische Lesart, die diese Autorinnen, Autoren von Lacan übernehmen, eine strukturalistische Lesart von Marx, also keine essentialistische, die gleichzeitig versucht, eben diese neue ideologische Konstellation, wie Lacan sie beschreibt, mit diesem Imperativ des Genießens, diese beiden Elemente zu verknüpfen. Was daraus entsteht, ist eben ein Versuch, diese neuen Formen des Kapitalismus, die nicht mehr, sagen wir, über rigide Zuschreibungen oder disziplinäre Dispositive operieren, zu beschreiben und vor allem zu verstehen,
wo genau in der Psyche diese Mechanismen andocken können, wenn wir davon ausgehen, dass es eben nicht mehr disziplinäre Zurichtungen sind, sondern dass das ideologische Mechanismen sind, die eher über das In-Aussicht-Stellen von Möglichkeitsräumen operieren. Vielleicht noch zur Schule von Ljubljana. Also es ist eine Theorie, die auch auf der ideologischen und damit kulturellen Ebene arbeitet, operiert, also es ist letztlich eine Ideologietheorie, die aber ganz andere Konzepte von Ideologie zur Verfügung stellen, als wir das aus dem westlichen Marxismus oder vor allem auch aus den Culture Studies her kennen. Ich hätte vielleicht eine abschließende Frage, weil Sie jetzt auch nochmal sozusagen angesprochen haben, dass die School of Ljubljana, dass da sozusagen ja die ideologische Konstellation oder die Funktion von Ideologie, dass die im Postfordismus anders funktioniert, dass da sozusagen das eher so funktioniert, dass Sachen in Aussicht gestellt werden, dass es nicht ein rein repressives Verhältnis das da gedacht wird. Wenn wir da auch nochmal zum Ausgangspunkt zurückkehren, zum Ödipus-Konflikt, da hatten Sie ja erwähnt, der Ödipus-Komplex, der entspringt patriarchalen Familienverhältnissen. Wenn wir da jetzt nochmal die postfordistischen Verhältnisse uns anschauen, wenn wir uns da das Verhältnis von Gesellschaft, Ideologie, Subjektivierung anschauen, inwiefern haben sich denn da auch die Geschlechterverhältnisse verändert? Ja, das ist eben eine sehr interessante Frage. Was heißt dieser Wandel, also der Übergang zu einer postödipalen Gesellschaft überhaupt für das Geschlechterverhältnis? Also ich würde jedenfalls sagen, wir haben also rein soziologisch gesehen auch müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass ganz viele traditionelle Geschlechterarrangements ihre Gültigkeit verloren haben. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, damit haben wir überhaupt keine Geschlechtergleichheit. Also die Hierarchie zwischen Männern und Frauen, ich sage das jetzt mal so grob, ist im Wesentlichen erhalten geblieben, aber sie wird ideologisch ganz anders vermittelt, also hergestellt oder reproduziert. Und da scheinen mir eben diese Analysen postödipaler Verhältnisse sehr interessant. Also ich spreche in diesem Zusammenhang von einer neopatriarchalen Gesellschaft, weil es ist, ich bin nicht der Meinung, dass wir das Patriarchat losgeworden sind, aber das Patriarchat hat sozusagen einen Formwandel durchgemacht. Also es stellt die Asymmetrie zwischen den Geschlechtern in ganz neuer Weise her. Und vielleicht, wenn ich das kurz sagen sollte, oder theoretisch formuliert könnte man sagen, in der ödipalen Gesellschaft war es so, dass das Verbot eigentlich etwas Merkwürdiges machte. Es verbot sozusagen den Zugang zum Körper der Mutter. Und es hatte damit die paradoxe Form des Verbotes eines Unmöglichen, weil ob es diesen Zugang überhaupt gibt oder nicht, wäre ja eine andere Frage. Also wäre die Mutter so gewährend, wie das ödipale Modell es im Prinzip nahelegt? Diese Frage taucht gar nicht auf, weil der Vater, der interveniert ja. Jetzt, was heißt das, wenn dieses Verbot fällt? Man könnte sagen, dann ist dieses Urphantasma der bürgerlichen Gesellschaft von unserer Kultur tritt wie an die Oberfläche. Heißt das nun, wir hätten nun alle Zugang zu diesem ominösen Körper der Mutter? Also man kann sich fragen, oder meine eigenen Arbeiten oder woran ich gegenwärtig arbeite, gehen in diese Richtung. Also diese neopatriarchale Struktur, die stellt so etwas wie einen Zugang oder eine gerechte Verteilung dieser, ich sage jetzt mal, mütterlichen Gabe in Aussicht. Und das ist natürlich für die weibliche Seite ein anderes Problem, ein neues Problem als gegenüber der ödipalen Gesellschaft. Aber es ist nicht minder schwierig oder paradox. Und das könnte eben erklären, warum trotz großer Liberalisierungen veränderter Lebensweisen, gerade für junge Frauen, also einer Entstandardisierung von traditionellen Lebensverläufen, trotz dieser ganzen Liberalisierung große Schwierigkeiten auf Seiten der weiblichen Position bestehen blieben. Also es gibt nun so etwas, wenn wir das übersetzen wollen, wie es gibt alle Möglichkeiten für Frauen, alles auszuleben, Beruf, Familie, Sexualität etc. Also hier tauchen dann wieder diese unendlichen Möglichkeitsräume auf, die schlussendlich einfach zu einer totalen Erschöpfung führen. Und wenn man das psychoanalytisch zu verstehen versucht, so könnte man sich fragen, ob nicht, also eben dieser Imperativ zum Genießen, der uns letztlich in diese Erschöpfung treibt, ob nicht dahinter ein Phantasma winkt, das eben nicht aufgeklärt ist oder auch nicht aufgeklärt wurde durch diese Liberalisierung, dass wir nun, also dass dieses Reich des Mütterlichen
immer noch vorhanden wäre. Also früher war es verboten, das heißt, jetzt sind die Verbote gefallen, dann wäre es zugänglich. Und ich frage mich, ob nicht dieses Phantasma in irgendeiner Form weiter existiert, weiter besteht und uns gerade auch als Frauen im Griff behält, aber ohne dass irgendein Vater noch irgendetwas verbietet, sondern wir sprechen jetzt von Care, wir sprechen von Work-Life-Balance und von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und meinen damit, dieses Problem bewältigt zu haben. Und wir wissen ja alle, dass irgendetwas hier nicht funktioniert. Und ich glaube, da könnte man mit den Instrumenten, also mit den tiefen psychologischen Instrumenten der Psychoanalyse eben verstehen, welches Phantasma hier weiter existiert und durch diese Liberalisierung nicht aufgeklärt wurde, also untangiert geblieben ist, aber quasi einen Formwandel durchgemacht hat. Also uns steht heute kein Verbot mehr im Weg, sondern eher die Aufforderung, eben absoluten Zugang zu unserem Genießen zu haben. Und hier kann etwas nicht funktionieren.